Hallo liebe Fußballfreunde, Marlon Ehlbacher hier von Soccerwatch TV und ich heiße euch herzlich willkommen zu eurer Nachspielzeit. Das Fußballwochenende ist passé, wir wollen natürlich auf die Topspiele schauen. Fangen wie gewohnt an mit der Oberliga Niederrhein, wo wir den absoluten Kracher am Wochenende hatten. Die Spielvereinigung Schonnebeck gegen den Spitzenreiter SV Strahlen. Am Schetters Busch wurde gespielt und wir schauen jetzt mal auf die Highlights der Partie und ich kann euch verraten, es war sehr, sehr knapp. Der Tabellendritte gegen den Tabellenführer, Schonnebeck gegen Strahlen. Und die Strahlen aber von Anfang an überlegen, wollten das Spiel hier früh in die richtige Bahn leiten. Erster Abschluss hier, aber kein Problem in der 20. Minute für Torhüter Philipp Sprenger. Strahlen war über alle Seiten gefährlich. Links, rechts die Japan-Connection, machte Druck hier schön durchgesetzt. Dann mal der Versuch aus der zweiten Reihe, knapp daneben in der 26. Spielminute. Auch in der 36. Spielminute Schonnebeck dann hier mal mit der Möglichkeit, sich zu befreien, vielleicht einen Konter zu fahren, aber der Fehlpass und dann hier nochmal aus der zweiten Reihe abgezogen. Sprenger wäre zur Stelle gewesen, der Ball nicht im Tor. In der 38. Spielminute, gerade mal 2 Minuten später, dasselbe Bild. Strahlen dann hier über die linke Seite, schönes Dribbling, gut durchgesetzt und nochmal abgezogen aus der zweiten Reihe. Philipp Sprenger erneut für Schonnebeck zur Stelle. So ging es mit dem 0:0 in die Pause. Schonnebeck konnte die 0 halten, aber Strahlen immer wieder gefährlich über die schnellen Spieler, über die Konterabschluss hier. Sprenger im ersten, Sprenger im zweiten. Der Torhüter der Spielvereinigung war an diesem Tag der Garant für die Gastgeber, die auch mal eine Möglichkeit hatten nach 76 Minuten. Dann hier schön durchgesetzt, Schuss aus der zweiten Reihe, gar nicht schlecht. Abgeprallt, aber nicht im Tor. Und so kam es, wie es kommen musste. Strahlen drückte weiter, bekam einen Elfmeter zugesprochen in der 89. Spielminute und der war eiskalt drin. Kaito Mitsuta mit dem 1:0 und damit mit dem späten Auswärtssieg für den Spitzenreiter. Wie bitter ist das? 1:0 in der 90. Spielminute durch einen Elfmeter, den man allerdings geben musste. Ja, und der SV Strahlen marschiert somit weiter mit dem nächsten wichtigen Sieg. Big Point bei der Spielvereinigung Schonnebeck bei dem Tabellenvierten. Ja, der wirklich eine ordentliche Partie gegen den Spitzenreiter ablieferte, auch wenn Strahlen natürlich über die vollen 90 Minuten die besseren Torchancen hatte. Wir zitieren mal Schonnebecks Trainer Dirk Tönjes. Ich denke, dass wir unterm Strich sogar die bessere Mannschaft waren, denn in den letzten 25 Minuten des Spiels hatten wir die deutlich besseren Torchancen. Es ist sehr schade, dass wir so durch einen Elfmeter kurz vor Schluss verlieren. Ja, für Strahlen war es der 15. Sieg im 16. Spiel. Unglaubliche Bilanz. Mittlerweile hat die Mannschaft von Ex-Nationalspielerin Inka Grings 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Monheim, der am Wochenende nur 1:1 bei den Sportfreunden Baumberg spielte. Schauen wir auf die nächste Partie in der Oberliga Niederrhein. Die SSVG Velbert begrüßte am Sonntag den TSV Meerbusch. Und wir schauen mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Nach 33 Minuten die erste gute Möglichkeit hier für Velbert, doch Meerbusch konnte klären und nur eine Minute später war es dann erneut die SSVG über die rechte Seite. Ball kommt hier in die Mitte, abgezogen und das Leder ist im Netz. Maximilian Wagener mit der verdienten 1:0-Führung für den Gastgeber. Kurz nach der Pause, es ging mit 1:0 zum Pausentee, dann die nächste Möglichkeit hier, diesmal der TSV Meerbusch aus der zweiten Reihe mal abgezogen, aber harmlos, kein Problem hier für die SSVG aus Velbert. 60. Spielminute, dann Eckball von der rechten Seite, erneut der TSV Meerbusch, der jetzt besser in die Partie fand, Ball hier nochmal irgendwie an den 16er abgerutscht und dann die nächste Chance, aber kein Treffer, weiterhin 1:0 für den Gastgeber, der hier ein paar Probleme bekam im zweiten Durchgang, sich aber dann durch Standards auch mal wieder zurück in die Partie arbeiten konnte, so auch hier von der rechten Seite ausgeführt auf den zweiten Pfosten, der Torwart ist unsicher, Kopfball und knapp daneben, das hätte das 2:0 und somit die Vorentscheidung sein können, war es aber noch nicht, denn auch Meerbusch spielte weiter mit, hier in der Vorwärtsbewegung, schöner Ball dann in die Gasse gespielt, aber super geklärt hier von Velberts Innenverteidiger und das V-Spiel dann hier an dieser Stelle gezogen vom TSV Meerbusch, dafür gab es Gelb.
79. Spielminute, Felbert dann mit der nächsten Möglichkeit hier über die linke Seite. Torwart Patzer, Ball dann drüber gelupft ins lange Eck und das 2:0 für Felbert. Da hat die gesamte Meerbuscher Abwehr geschlafen und Hasan Ülker, der Torjäger vom Dienst, mit seinem 6. Saisontor. Doch das sollte nicht das letzte bleiben. Hier dann erneut die Kontermöglichkeit, weil Meerbusch aufrückte, rankommen wollte. Aber Ülker ließ sich diese Chance nicht nehmen, erzielte das 3:0 und somit den Endstand für die SSVG. Ja, eine starke Leistung der Mannschaft von Trainer Markus John, die einen verdienten Heimsieg einfährt und die Molina 11 völlig verdient mit 3:0 besiegen konnte. Hasan Ülker erzielte dabei übrigens seine Saisontore 6 und 7, ist aktuell in sehr, sehr guter Form, wie seine Teamkollegen auch. Denn Felbert springt auf Rang 4 in der Tabelle und befindet sich wieder in Reichweite zur Spitzengruppe, wo man sich ja zu Saisonbeginn bereits schon sah. Für Meerbusch, da sieht es etwas anders aus. Die Jungs aus Meerbusch bleiben bei 24 Punkten auf Rang 8 stehen und suchen weiter nach ihrer Konstanz in dieser Saison, ja, die bis jetzt nach wie vor noch nicht so richtig zurückgekehrt ist, denn mal gewinnt man, mal verliert man, es ist ein ständiges Auf und Ab, eine Achterbahnsaison beim TSV. Wir wünschen viel Glück, damit die Ergebnisse in Zukunft wieder stimmen. Schauen wir nun auf die Landesliga. Auch da hatten wir natürlich spannende Spiele für euch, unter anderem TuS Bövinghausen gegen die Spielvereinigung Horsthausen. Bövinghausen, ja, der Ex-Club von Trainer Thorsten Legert, der ja nun sich wieder dem TV-Format widmet. Ja, und in Bövinghausen läuft es aber seit dem Abgang von Legert gar nicht so schlecht. Und wir schauen mal, wie es dieses Wochenende ausgesehen hat. In der dritten Spielminute hier die erste gute Möglichkeit. Bövinghausen über die rechte Seite. Ball kann nicht geklärt werden und dann einfach mal abgezogen. Und knapp daneben hätte die Führung sein können. Doch Abu Saleh vergibt hier nach 3 gespielten Minuten. 12. Minute, das gleiche Bild. Bövinghausen von links nach rechts erzeugte Druck, die nächste Flanke und dann in der Mitte die Kopfballmöglichkeit. Doch auch in diesem Fall das Leder knapp rechts vorbei. 21. Spielminute, Abschlag Horsthausen, mal die Möglichkeit vielleicht zu einer Torschance. Schöner Kopfball und auf einmal ist die Möglichkeit da, abgezogen und da hätten die Gäste mehr draus machen müssen, doch es blieb weiter beim 0:0 in Bövinghausen, das auch in der 28. Minute die nächste Chance hatte. Kopfball hier knapp drüber, die nächste Chance für Abu Saleh im Sturm der Dortmunder. Nach der Halbzeit, es stand weiterhin 0:0, dann Horsthausen, die immer wieder auch mal über Standards ins Spiel kamen, so auch hier beim Eckball von der linken Seite. Da segelt der Torwart vorbei und auf der Linie kann Bövinghausen den Ball hier noch klären. Gefährliche Situation und dann die Möglichkeit auf der anderen Seite, 59. Minute. Mit etwas Glück kommt der Ball nochmal rechts raus, Flanke in die Mitte, Kopfball und plötzlich ist das Leder drin und diesmal trifft Abu Saleh zum 1:0 für die Gastgeber. In der 69. Spielminute dann mal Horsthausen hier mit der Möglichkeit. Schöner Ball in die Spitze. Zunächst noch geklärt und dann nochmal abgezogen aus der zweiten Reihe. Und was für ein schönes Tor. Tim Kilian hier mit dem Ausgleich. Etwas aus dem Nichts, aber dennoch drin das Ding. Aber Bövinghausen spielte weiter, wollte den Heimsieg hier unbedingt. Und mit etwas Glück kommt das Leder dann nochmal in die Mitte. Und eiskalt am Torwart vorbei, abgeschlossen. 2:1 die erneute Führung. Piera Dojcic mit dem Treffer und gleichzeitig mit dem Sieg für Bövinghausen. Ja, Bövinghausen somit mit dem nächsten Sieg nachlegert und ja, da läuft es ganz gut bei der TuS nach der Trennung, muss man sagen. Nach dem 2:1-Sieg jetzt gegen Horsthausen stehen die Dortmunder weiterhin auf Rang 4, 9 Punkte hinter der Tabellenspitze, wo man ja eigentlich hin will. Weiterhin alles offen für die Mannschaft, die zum Winter hin ja von den Jaworowski-Brüdern noch einmal verstärkt werden soll. Gegner Horsthausen hingegen bleibt nach der Niederlage auf Rang 9 im Mittelfeld der Liga stehen. Auch da wünschen wir natürlich viel Glück für die nächsten Spiele. Wollen jetzt auch nochmal auf die Kreisliga schauen. Da hatten wir ja jetzt am Sonntag unsere zweite Auflage des Formats Soccerwatch TV Auswärtsspiel bei RWO Team 12. Könnt ihr alle auf Facebook, Instagram, YouTube, also auf all unseren Social-Media-Kanälen sehen und euch anschauen. Und ja, wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal beim gesamten Team und den Verantwortlichen von Rot-Weiß Oberhausen für die Gastfreundschaft. Und wollen natürlich auch auf die Partie schauen, denn gespielt wurde auch RWO Team 12 gegen Polonia Bottrop, der Tabellenzweite gegen den Tabellenvierten.
Flanke rutscht durch auf den zweiten Pfosten und das 1:0 durch Lars Bruckwilder. Die verdiente Führung für RWO Team 12. Das hier weiter munter Fußball spielte. 37. Minute, die nächste Möglichkeit hier. Schönes Dribbling, Bruckwilder erneut abgezogen, drin das Ding. 2:0, RWO Team 12, das sich hier abermals in einen Rausch spielte. Und so ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild von links nach rechts erneut. Bruckwilder, der hier auf und davon zieht und abzieht zum 3:0. Die Vorentscheidung in dieser Partie, aber noch nicht der letzte Streich. Denn auch Richard Salm, der Torjäger vom Dienst, hatte noch nicht getroffen. Zunächst hier der Schuss aus der zweiten Reihe und dann ist Salm zur Stelle und spitzelt das Leder irgendwie zum 4:0 rein in der 80. Spielminute, dann in der 90. Spielminute noch das Sahnehäubchen, schön durchgesetzt hier über die rechte Seite, dann der Ball in die Mitte gebracht, erneutes Dribbling und Mike Hoval ist zur Stelle und schiebt ein zum 5:0 und damit zum Endstand. Ja, 5:0, somit der nächste klare Heimsieg für den Tabellenzweiten der Kreisliga B, Oberhausen-Bottrop. Aber am SV Post, da kommt man immer noch nicht vorbei, denn die konnten ihr Spiel gegen Blau-Weiß-Oberhausen mit 5:3 gewinnen und liegen weiterhin ein Punkt vor der Fanmannschaft von Rot-Weiß-Oberhausen. Aber spätestens in der Rückrunde, wenn man nochmal gegeneinander spielt, dann könnte RWO Team 12 ja mit einem erneuten Sieg gegen Post-Oberhausen, die man ja jetzt in der Hinrunde schon bezwingen konnte, selber vorbei. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bedanken uns natürlich an dieser Stelle nochmal für die leckere Suppe in Oberhausen. Wünschen euch eine schöne Restwoche. Ja, bleibt sportlich, bleibt gesund und verfolgt uns natürlich auf unseren Social Media Kanälen. Bitte abonniert uns auf Facebook, Instagram und YouTube. Bis dahin, alles Liebe, Marlon Ilbacher von Soccerwatch TV.